Ja, hi, Carsten hier von SITD, vom Weißenhäuser Strand, vom Plage Noir. Und Francesco, auch von der SITD. Ja, wir sind gestern Abend hier angekommen, leider eine Stunde zu spät. Es ist dann schon dunkel geworden. Und heute Morgen war ich schon früh auf um 8:30 Uhr, habe den Strand für mich alleine gehabt und ja, fantastisch, traumhaft, Beruf und Urlaub fast miteinander zu verbinden. Wunderbare Location und ist richtig toll hier. Gestern Abend haben wir schon ein paar Konzerte gesehen, waren bei She Passed Away und Wien Nation. Gute Stimmung und ist toll, dass es nach Corona jetzt mal endlich wieder konzerttechnisch wieder losgeht. Genau. Gestern waren wir auch noch bei Any Second, was toll war, weil vor Corona waren wir mit Any Second auf Tour. Die waren bei der letzten Sit-Tour Support. Die haben wir gestern noch getroffen. Ja, und ansonsten ist natürlich, man ist fokussiert, man hat viel Vorbereitung jetzt quasi nach einem halben Jahr Pause. Wir hatten im letzten Jahr hatten wir unser Jubiläumskonzert in Gelsenkirchen gehabt im Musikzirkus und ansonsten gibt es dann halt viel Vorbereitung, dass man sich nochmal auf Musik, Texte und so weiter vorbereitet. Deswegen werden wir uns heute Abend nicht so viel angucken. Auf jeden Fall Sono hatten wir uns vorgenommen. Wenn wir gleich mit dem Interview durch sind, Sono werden wir nochmal kurz reingucken. Und ansonsten fangen dann unsere Vorbereitungen an, weil wir spielen heute um 20:45 Uhr und dann ist der Fokus auf unsere Show. Genau. Es ist natürlich der Hammer. Also, das ist irgendwie wie ein schnaufendes Pferd, was irgendwie losgelassen werden will. Wie gesagt, dieses Jahr nur Musikzirkus, die eine Show, die wir gehabt haben. Und wir freuen uns so tierisch darauf, dass wieder irgendwie alles Fahrt aufnimmt und langsam wieder losgeht, also fantastisch. Und nächste Woche spielen wir dann auch in Braunschweig und so langsam nimmt dann wieder alles mal so konzerttechnisch wieder Normalität auf und wir sind so froh, dass wir wieder zurück auf der Bühne sind. Genau. Ja, durch Corona mussten wir jetzt ja komplett umplanen. Wir hatten natürlich auch mehrere Konzerte halt in Planung gehabt. Wir haben Releases in Planung gehabt. Das verschieben wir alles auf das nächste Jahr. Und das Einzige, was jetzt in diesem Jahr war, war halt der Musikzirkus in Gelsenkirchen, wo wir unsere Jubiläumsshow halt gemacht haben. Und ja, wir hoffen, dass wir im Laufe des nächsten Jahres dann mit einem neuen Album am Start sind und auch noch die eine oder andere Veröffentlichung hinzufügen können. Müssen wir da mal schauen. Also, das ist auf jeden Fall alles dann für nächstes Jahr geplant. Genau. Ja, also während der Corona-Pause haben wir weiter fleißig Texte geschrieben, Songs geschrieben. Bloß bei uns in der Szene macht es halt wenig Sinn, einfach so aus dem Kontext herausgerissen, ohne Konzerte, ohne Touren halt ein Release halt irgendwie zu machen. Und deswegen, man sieht ja, so langsam geht es jetzt wieder voran und wir hoffen dann, wenn die Live-Shows dann hoffentlich dann wieder stetiger im nächsten Jahr dann stattfinden, dass wir das dann halt mit Releases dann halt bespielen können. Und da sind wir jetzt ganz guten Mutes, dass das wieder irgendwie alles so ein bisschen Normalität annimmt. Eigentlich hat sich nicht viel geändert. Also wir sind ja drei Bandmitglieder. Wir wohnen auch alle irgendwie mehr oder weniger weit entfernt. Und Tom schreibt an der Musik, ich schreibe halt an den Texten, haben halt irgendwie viel via Internet halt irgendwie gearbeitet. Und so war dann auch während der Corona-Pandemie halt der Austausch. Und eigentlich hat sich da so viel nicht geändert.